herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ich habe eine wunderbare Zusage Gottes für dich gefunden, und zwar Jeremia 29, Vers 11 bis 14. Und das steht: Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ist das nicht wunderbar? Er will dich befreien aus deinem Leid. Und weiter: Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gottes Wort gilt auch für dich jeden Tag aufs Neue. Und dann heißt es weiter: Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Ist das nicht eine großartige Zusage? Er hört dich. Er will dich erhören. Und dann: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Und er verspricht dir diese ganzen Dinge, die wir gerade gelesen haben. Sein Versprechen ist wahr und es wird nie wanken. Und es ist für dich. Hoffnung um 12. Wir wollen dich wieder ermutigen. Woran denkst du an Weihnachten? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Woran denkst du an Weihnachten? An Essen, an Geschenke, an Familie, Dekoration und so weiter. Ich denke, das ist so der Alltag, woran wir an Weihnachten denken. Im 1. Korinther 1, Vers 4 heißt es: Immer wieder danke ich Gott für das unverdiente Geschenk, das er euch in Jesus Christus gegeben hat. Das unverdiente Geschenk. Wir verschenken viel an Weihnachten und der eine hat es verdient, der andere hat es nicht verdient. Beim einen schenkt man aus Freude, beim anderen aus Pflicht. Aber es gibt ein viel besseres Geschenk. Das ist Jesus. Und es ist ein Geschenk an uns, das wir eigentlich nicht verdient haben, aber das Gott uns geben wollte und gegeben hat. Dieses Geschenk, das für uns bis in alle Ewigkeit Rettung, Liebe, Barmherzigkeit und alles beinhaltet, was wir brauchen, dieses unverdiente Geschenk, das darfst du auch an Weihnachten bekommen und behalten. Und vielleicht hast du es schon lange. Und dieses unverdiente Geschenk, ich sag dir, pack's aus. Manche stellen den Glauben so in die Ecke: Ich bin Christ, fertig. Nein, pack es aus. Denn der Inhalt dieses Geschenkes ist so wunderbar und ist für dein Leben. Danke, Herr, dass du das unverdiente Geschenk für unser Leben bist, dass wir es haben dürfen, dass wir es auspacken dürfen und dass wir uns freuen dürfen über all die vielen Dinge, die für uns da sind, die wir eigentlich nicht verdient haben, aber die du uns geben möchtest. Und du freust dich, wenn wir es nehmen, wenn wir großzügig zugreifen und all diese wunderbaren Dinge benutzen, die du für uns bereitgelegt hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir dürfen uns auch heute wieder an Gott wenden mit all den Gebetsanliegen. Und da bittet ein Mann um Gebet: Liebes Missionsteam, bitte betet für mich. Seit einiger Zeit kann ich nicht mehr gehen und leide an Inkontinenz. Ich bin beim Arzt und beim Therapeuten. Jetzt kam noch Verstopfung und Schwindel dazu. Ich wollte wieder laufen können und bin auf die Hilfe meiner Frau angewiesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr für mich beten könnt. Danke. Und das wollen wir gerne tun. Und Jesus, du kennst auch diesen Mann und er braucht eine Rundumerneuerung. Du weißt,
Seine Beine und die Inkontinenz, die Verstopfung und den Schwindel. Und Jesus, du kannst diese ganzen Dinge reparieren und wiederherstellen in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und ich danke dir, dass du diesen Mann berührst, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch seinen ganzen Leib fließt. Und ich danke dir, dass du ihm ein wunderbares Weihnachtsgeschenk machst und dass er wirklich dich erleben darf. Danke, Jesus, du bist der Herr, auch über seinem Leben. Und wir danken dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Und ein Mann bittet für seine Frau um Gebet und er schreibt, ich bitte um Gebetshilfe für meine Frau, die vor ein paar Tagen die Diagnose Leukämie erhalten hat. Danke. Und Jesus, du kennst auch die Verzweiflung jetzt von diesem Ehepaar mit dieser Diagnose. Und ich danke dir, dass du auch da der Herr bist, mitten in dieser Lage, in dieser Situation. Und ich danke dir, dass du diese Frau berührst, dass diese Leukämie auch am Kreuz besiegt ist und dass du deinen Heilungsstrom durch ihren Leib fließen lässt. Danke, Jesus, dass dieses Blut wieder in Ordnung ist und dass es wieder völlig in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt. Danke, Jesus. Danke, dass diese Leukämie verschwindet und dass diese Frau wieder gesund sein darf und dass sie wirklich dich erleben darf. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über dieser Frau. Amen. Amen. Ja, und schreib uns einfach dein Anliegen oder lass es uns wissen irgendwie und die Infos sind eingeblendet. Und weiter eine Frau möchte wegen unklarer Schmerzen Gebet. Liebe Geschwister, ich bitte um Gebet für Heilung meines Unterleibs. Seit Monaten leide ich an unklaren Schmerzen und bitte Gott um sein Eingreifen. Ja, Herr, danke, Herr. Herr, dass du eine klare Heilung schenkst. Herr, dass alles Ungewisse, Herr, dass das verschwinden muss, dass die Schmerzen verschwinden müssen, Symptome verschwinden müssen, in deinem Namen, Jesu. Und ich danke dir dafür, dass wir deine göttliche Heilung aussprechen dürfen, auch über diesem Unterleib. Und danke, dass du Großes tust. Amen. Amen. Und zwei Anliegen wegen Depressionen sind eingegangen. Bitte beten Sie mit mir für meine Tochter, dass sie frei wird von ihren Depressionen und dass sie zu einem zufriedenen, glücklichen Menschen wird. Und ein weiteres Anliegen von einer Frau. Ich bitte Gott, unseren Vater, um Heilung meiner Seele, denn ich schaffe es nicht mehr alleine aus meiner Depression heraus. Im Namen Jesus. Ja, danke, Herr. Das ganz besonders, Herr, in dieser Jahreszeit, wo länger dunkel ist, wo so viele in Depressionen, Herr, zusätzlich sind, Herr und Herr, mit all den Umständen und Schwierigkeiten. Und ich danke dir dafür, Herr, dass ein jeder doch erkennt, Herr, dass in dir Lösungen sind, dass in dir Hilfe ist, dass in dir das Licht ist. Und Herr, lass ein jeden dein Licht erkennen in einer Fülle, Herr, Herr, dass er regelrecht geblendet wird von deiner Herrlichkeit und Helle, Herr, von deiner Ausstrahlung. Ich danke dir dafür. Ehre sei dir, Herr. Danke, Herr, dass diese Depressionen weichen. Herr, in deinem Namen, Jesu, bitten wir. Amen. Amen. Und Menschen freuen sich über Gottes Eingreifen. Und hier haben wir ein ganz erstaunliches Zeugnis. Vor langer Zeit bat ich um Gebet für meine 85-jährige Mutter, die schon sehr lange bettlägerig war und an Altersdepressionen litt. Sie konnte eigentlich gar nichts mehr. Sie bekam 8 verschiedene Medikamente und man sagte mir, ich solle mich schon mal auf den Abschied vorbereiten. Es geschah stattdessen ein großes Wunder. Meine Mutter stand zum großen Erstaunen der Familie wieder auf, verließ das Haus und ging spazieren. Erst einmal und dann zweimal am Tag. Sie begann wieder zu kochen und schrieb mir Briefe. Die Medikamente wurden reduziert und sie macht sogar schon Pläne für das nächste Jahr. Niemand hätte so etwas für möglich gehalten. Unserem Herrn Jesus Christus gebührt alle Ehre. Ich danke unserem großen Gott und euch für euren Dienst. Ist das nicht ein erstaunliches Zeugnis? Und eine 80-jährige Frau schreibt uns, wie Gott sie durchs Leben getragen hat.
Bei meinem 80. Geburtstag habe ich Rückschau auf mein Leben gehalten. Mir wurde erneut bewusst, wie viel Gutes ich von euch erfahren durfte und wie groß die Bewahrung Gottes ist und war, der mich durch mein Leben getragen hat. Mit vielen Gebetsanliegen habe ich mich an euch gewandt. Die Briefe, die ich von euch erhielt, waren mir Stecken und Stab auf meinem Weg. Meine Ehe zerbrach, als ich im Krankenhaus lag. Durch Gottes Eingreifen konnte ich immer für meine beiden Söhne da sein. Als der Jüngste sein Studium beendet hatte, lernte ich einen gläubigen Mann kennen. Wir sind seit 16 Jahren verheiratet. Beide Söhne sind gläubig und haben gute Berufe. Den Samen dazu habt ihr gelegt. Ein Sohn erlebte ein Wunder. Er wurde von einer schweren Krankheit geheilt. Wir sind so dankbar, wie Gott bei uns gewirkt hat. Meine Söhne mit ihren Familien danken euch und unserem Herrn ganz herzlich. Was für ein schönes Zeugnis. Und noch eines, Gebet wirkt. Das hat auch diese Frau erfahren. Mein Mann war so krank, dass ich dachte, es ging dem Ende zu. 3 Herz-OP, 2 Krebsarten. Ich war nervlich am Ende. Seit sie für mich gebetet haben, hat sich der Zustand meines Mannes gebessert und ich bin hoffnungsvoll und ruhig geworden. Danke für ihr Gebet und danke, Jesus, für deine Hilfe. Wunderbare Lebenszeugnisse. Ja, hast du auch was erlebt? Hast du auch eine Gebetserhörung erlebt und kannst du uns eine kurze Geschichte schreiben? Dann nimm WhatsApp, die Nummer ist eingeblendet, und lass es uns wissen. Wir werden es gerne vorlesen, um anderen wieder zum Glauben zu verhelfen an die Wunder Gottes. Der Tipp des Tages heute: Gott hat uns Jesus geschenkt. Nimm dir jetzt Zeit und danke Gott dafür. Denn das ist das Wichtigste, was du für dein Leben brauchst. Und wenn du Nöte oder Sorgen hast, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Wenn du noch nicht YouTube abonniert hast, dann mach es jetzt. Drücke auf den roten Balken und du bekommst immer Info, wenn wir was Neues haben. Und dann möchte ich auch dir noch unser Magazin empfehlen. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir verabschieden uns und wünschen dir noch einen gesegneten Tag. Alles Gute, Gott segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.